Als nächsten Teil der Veranstaltung möchten wir Ihnen gern unser Projekt vorstellen, also eMOOCs. Und ich darf Ihnen in dem Zusammenhang meinen Partner von der Technischen Universität Graz vorstellen, Martin Ebner. Er leitet die Abteilung Vernetztes Lernen am Zentralen Informatikdienst der Technischen Universität Graz und wir beide gemeinsam zeichnen eigentlich verantwortlich für das Projekt. Ja, und wir haben uns überlegt, wir machen das sozusagen in einer Doppelkonferenz, wobei ich den Martin ein bisschen mehr sprechen lasse als mich. Aufgrund meiner Verkühlung ist mir ganz recht, wenn du ein bisschen mehr sagst. Okay. Ja, danke sehr. Ja, wir müssen natürlich das Projekt eMOOCs hier vorstellen, also auch was haben wir dieses Jahr gemacht. Die anderen steirischen Hochschulen verzeihen mir jetzt diesen Untertitel, den ich hier stehen habe. Aber wir wollten bewusst etwas provokativ sein, also wir haben mittlerweile mehr User und Registrierte als die anderen steirischen Hochschulen. Das heißt also, wir haben alle links und rechts, also nach unserer Wahrnehmung überholt und innerhalb eines Jahres also mehr Lernende auf der Plattform gesammelt, als die anderen Universitäten hier leisten können. Ja, also eMOOCs, die drittgrößte Universität also in der Steiermark, also stellt sich vor. Vorweg ist die Frage, was ist denn das eMOOCs und wer es noch nie von Ihnen gesehen hat. Ich habe mir gedacht, also wir sollten vielleicht 5 bis 10 Minuten darauf verwenden, auch zu schauen, also was machen wir denn da wirklich. Es gibt also diese Plattform unter eMOOCs.at ist diese erreichbar. Wenn Sie also dorthin surfen, dann bekommen Sie also diesen Screen geliefert und dort können Sie sich einen Kurs Ihrer Wahl, also die zum Teil sind es also bestehende und zum Teil sind es jene, die im Folder angekündigt ist, auswählen. Sie können lesen dort die Kursbeschreibung und können sich registrieren. Registrieren heißt bei uns, wir verlangen eine E-Mail-Adresse, die also auch nicht weiter verifiziert wird. Das ist also einfach per E-Mail-Adresse der Login. Und dann können Sie sich für diesen Kurs anmelden. Gibt es ihn bereits? Läuft er? Ist er abgeschlossen? Können Sie die Inhalte sofort zugreifen und konsumieren? Startet er, werden Sie dann rechtzeitig informiert, wenn es also losgeht. Ja, wenn es losgegangen ist, dann schaut es im Inneren so aus. Man sieht also hier auf der linken Seite ist also die Navigationsebene sehr einfach gehalten von den einzelnen Kapiteln. Das heißt also die Kursstruktur. Meist wird es wöchentlich also hier veröffentlicht. Also hier sieht man, ich befinde mich gerade also im Content Lernmedien und das ist also dieser Hauptscreen. Und in dem Hauptscreen sind also typischerweise Videos, also das ist die typische Form beim MOOCs, dass man also Input liefert, kurze Videos, 5 bis 10 Minuten, weil wir wissen, also danach wird die Aufmerksamkeitsgrenze geht stark nach unten. Und da gibt es Videos, vertiefendes Material, Hyperlinks, manchmal sogar interaktive Lernobjekte wie kleinere Übungen und danach gibt es einen sogenannten Self-Assessment, also einen kleinen Test, den Multiple-Choice typischerweise zur Selbstüberprüfung, ja, wo der Studierende, der Lernende schauen kann, habe ich grob das, was im Video gebracht worden ist, auch tatsächlich verstanden. Ja, und ganz oben gibt es noch eine kleine Leiste, Sie sehen hier Neuigkeiten, das ist also für den Lehrenden, dass er an die Studierenden also etwas schreiben kann, Dateien hier übersichtlich dargestellt, alles, was zum Runterladen gibt, über ist noch einmal hier die Möglichkeit zu beschreiben, um was es im Kurs geht und die Diskussionsmöglichkeit, die Interaktion mit den Lernenden tritt hauptsächlich im Diskussionsforum auf. Also dort drinnen werden explizit Fragen gestellt, also Studierende eingeladen, also zur Rückmeldung, beziehungsweise helfen sich auch Studierende weiter. Wir sind ansprechbar für technische Probleme oder Probleme aller Art, aller es geht ein Link oder so weiter nicht. Ja, also das ist die typische Kursaufbau. So zieht sich der durch alle Kurse hindurch, möglichst einfach und schnell, sodass es also möglichst keine Probleme in der Navigation gibt. Lernen im Netz war also einer der ersten Kurse von der Universität Graz, die also ein Freifach war. Also hier konnte man dann, wenn man Studierend oder der Universität Graz war, auch eine Prüfung ablegen und im Nachhinein quasi also diesen MOOC also auch wirklich mit Zeugnis nach Hause nehmen. Die TU Graz zum Beispiel hat so etwas gemacht wie Englisch für Chemiestudierende. Wir steigen gerade in die Internationalität groß ein. Wir müssen versuchen, also unsere Studierenden also quasi mit dem Vokabular möglichst schnell nach vorne zu bringen. Und wir haben hier in diesem Kurs 1200 Vokabeln verarbeitet in 6 Einheiten, wo also man hofft, dass Studierende dann ihre Vokabeln speziell in der Chemie dadurch also schnell lernen können und auch verständlich sie es hören, sehen und sich das immer wieder anhören können, damit sie also möglichst schnell ins Studium einsteigen können. Das war also eher für den universitären Bereich. Wir haben aber auch frisch getestet, so wie Lübeck mit der Volkshochschule, sehr niederschwellig. Wir haben einen Kurs angeboten, gratis online lernen, mit Kooperation allen österreichischen Volkshochschulen, auch mit Deutschen. Haben hier Hefte verteilt, haben Stationen gehabt, also wo Leute real sich wieder getroffen haben und begleitend diesen MOOC gemacht haben und haben hier
also auch sehr schöne Erfolge gefeiert. Also erstmal zu sagen, wirklich, wir gehen in die Richtung Bildung für alle, aber natürlich von Universitätslehrenden erstellt. Das heißt, sehr hohes Niveau in den Inhalten, aber wirklich, wir öffnen uns und versuchen hier viele Leute zu bedienen. Jetzt darf ich, glaube ich, das erste Mal übergeben, weil das ist eine blaue Folie. Ja, also dann ging es natürlich um die Frage, warum überhaupt eMOOCs? Ja. Wie wir die erste Ausschreibung gesehen haben, des Landes Steiermark, haben wir uns überlegt, wie können wir das am besten unterbringen, beziehungsweise was ist wirklich ein Mehrwert und ein Input der Innovation mit sich bringt. Und wir haben relativ schnell uns auf einen Slogan geeinigt und der Slogan heißt Bildung für alle. Also es geht, wie Andreas Wittke schon vorher gesagt hat, um zweierlei Dinge. Es geht einerseits darum, dass wir im Sinne des Lifelong Learning die Inhalte, die Universitäten anbieten, möglichst breit streuen wollen. Das Medium Internet bietet jetzt eine Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig diese Inhalte auch anzubieten. Auf der anderen Seite ging es uns aber auch darum, wenn wir von Bildung für alle sprechen, sind Studierende natürlich immer mit gemeint, um auch gleichzeitig spezielle Angebote für Studierende zu bieten. Das heißt, wir haben sowohl eine möglichst breite Bevölkerungsschicht als auch Studierende im engeren Fokus im Zentrum unserer Überlegungen gehabt, wie wir mit dem Projekt gestartet sind. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil von vorne weg war das Thema Open Educational Resources. Das spricht freie Bildungsressourcen. Freie Bildungsressourcen bedeutet, dass alle Materialien, die auf eMOOCs verfügbar sind, zu jeder Zeit von jedem weiter verwendet werden können. Das schließt urheberrechtliche Fragen aus. Das bedeutet, dass beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer, wir haben einen Physik-MOOC angeboten beispielsweise, die Materialien, die Videos, die Quizzes verwenden können. Sie müssen bei niemandem mehr nachfragen, ob sie die Materialien verwenden dürfen und sie haben kein urheberrechtliches Problem damit. Gleichzeitig in vielen Fällen ist es auch so, dass diese Materialien nicht nur weiter verwendet werden dürfen, sondern auch modifiziert werden können, nämlich für spezielle Anforderungen im spezifischen individuellen Unterricht. Das war uns von vornherein sehr wichtig und das unterscheidet uns von den wesentlichen großen MOOC-Plattformen, die im kommerziellen Bereich unterwegs sind. Das ist ein wesentliches Unterscheidungskriterium, das uns wirklich auch sehr, sehr wichtig ist. Von vornherein war auch klar, dass es sich hier um ein Kooperationsprojekt handeln muss. Die Universität Graz und die Technische Universität Graz haben gemeinsame Kompetenzen, aber auch Kompetenzen, die sich voneinander unterscheiden und die sich sehr gut ergänzen. Und genau auf diese Ergänzung haben wir gesetzt und ich denke, wir haben ein sehr gutes Kooperationsprojekt entwickelt, das nicht nur ein Kooperationsprojekt der beiden Universitäten geblieben ist mittlerweile, sondern das mit einer Reihe von Partnern arbeitet. Martin hat es bereits erwähnt, also es ging vor allem auch darum, mit Volkshochschulen zu arbeiten. Wir sind dankbar für Fördergeber wie das Land Steiermark und die Stadt Graz. Es gab aber auch Zusammenarbeiten mit deutschen Vereinen, mit Salzburg Research, sodass wir wirklich ein sehr breites Umfeld entwickelt haben, in dem wir MOOCs bereits von unserer Plattform weg propagiert und vermarktet haben. Ja, und ein letzter, ganz wesentlicher Bestandteil für uns war die Innovation. Das heißt, uns war klar, dass zu dem Zeitpunkt 2013 MOOCs ein Thema werden. Ein Thema, das in den USA zu diesem Zeitpunkt schon einen gewissen Hype erreicht hatte, in Europa aber noch nicht wirklich angekommen war. Mit der Förderung und mit dem Start des Projektes hatten wir einfach die Chance, von Beginn an Bildungsinnovation im steirischen Hochschulraum zu schaffen. Und es freut uns natürlich sehr, dass wir die Ersten waren, denen das auch gelungen ist in Österreich. Gut, jetzt geht es dann um Zahlen, Fakten und Daten. Martin. Ja, also ich darf ein bisschen was in das Innenleben zeigen, also was wir in diesem Jahr so gemacht haben. Wir haben insgesamt 9 Kurse angeboten online. Das heißt, unterschiedlicher Art, wie ich also zuerst erwähnt habe. Zum Beispiel war es so, dass wir also gestartet haben vor einem Jahr, also im Sommersemester 2014, mit genau 3 Kursen. Und die 3 Kurse haben also in Summe gesehen 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt.
Wenn man jetzt über alle drüber schaut und die Registrierten sich anschaut pro Kurs, dann kommen wir also auf 550 Teilnehmerinnen pro MOOC im Schnitt. Das war also der Schnittwert, wobei also die Schere sehr groß ist. Wir haben einen gehabt, der also im vierstelligen Bereich war, und aber der kleinste hat also mindestens 300 in der Größenordnung. Also das heißt, wir haben mindestens jedes Mal 300 Teilnehmerinnen pro Kurs gehabt. Sehr spannend für uns ist auch, wenn man sich anschaut, wer besucht diese MOOCs, dann haben wir feststellen müssen, dass wir so mit einem sehr hohen Schulabschluss rechnen müssen. Also 89% unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die erfolgreich diese MOOCs absolviert haben, haben mindestens Matura-Niveau gehabt und also fast 60% Studienabschluss. Das heißt, wir adressieren in erster Linie mit diesen Kursen auch Personen, die also ein über hohes akademisches Niveau verfügen. Auch spannend, weil also bei Andreas auch gefallen ist, das Thema Weiterbildung. Es ist so, dass 54% älter als 35 Jahre sind an diesen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Wir haben, wenn man das noch weiter aufbringt, sind das ja, glaube ich, ein Viertel sind über 60 Jahre, die also jetzt sagen, okay, die Universität bietet mir eine Möglichkeit. Ich habe sehr positive Reaktionen von Personen, die voll im Berufsleben stehen, die sagen also danke, dass die Universität solche Angebote setzt, weil ich komme während meines Arbeitens kaum dazu, tatsächlich Weiterbildungen zu besuchen, und jetzt bekomme ich sogar etwas, das durchaus universitäres Niveau hat. Also sehr positive Rückmeldungen, der Rest sind natürlich dann die fehlenden 46% sind also dann fast ausschließlich Studierende, darunter ist also der Prozent noch relativ klein. Ich möchte auch etwas zu diesem Mythos Dropout sagen, weil das ist also quasi immer wieder das Killer-Argument gegen MOOCs gewesen. Die haben so eine hohe Dropout und es bleiben ja nur 2% über. Also ihr bildet ja eh niemanden aus. Wir haben uns analysiert und sehr stark also mit beschäftigt, was müssten wir so da angeben, und da zeige ich also jetzt diese Folie. Der Kurs Gratis Online Lernen ist also unser größter Kurs gewesen. Der hat also über 1000 Teilnehmer gehabt. Das ist die rote Säule. Wenn ich mir jetzt anschaue, wer aktiv geworden ist, also jene Person, die zumindest einen Forum-Post gesetzt hat, einen einzigen Self-Assessment-Test gemacht hat, dann komme ich plötzlich runter auf Nummer 460. Der Rest hat vermutlich Videos geschaut, hat sich vielleicht irgendwie interessiert, wollte schauen, was wir da tun. Aber das heißt, das sind jene Studenten, die zwar bei der Tür reinschauen, aber dann wieder nach Hause gehen und sagen, nächstes Jahr geht auch noch. Ja, und auch bei uns ist der Prozentsatz an den realen Universitäten nicht klein, sage ich einmal. Also der ist durchaus auch groß. Und jetzt haben die Violette 177 abgeschlossen. Die haben sie das runtergeladen und generiert. Und dann gibt es noch eine Gruppe dazwischen, die hat zwar alles gemacht, was zu machen ist, das ist diese blaue, aber die hat sich das Zertifikat nicht mehr runtergeladen. Ja, und normalerweise, wenn Sie also mit Dropout-Raten reden, dann vergleicht man Rot mit Violett. Das sind die MOOC-Gegner sind. Die sagen zu uns, schaut her, da kommt nochmal 2%, 8% raus. Vergleiche ich aber eigentlich Grün und dieses Türkis, komme ich auf 45%. Und dann ist die Dropout-Rate plötzlich doch deutlich anders. Und jetzt bin ich sehr böse und sage, also wenn ich meine eigenen Vorlesungen auf der Universität anschaue, 45% ist ja gar nicht so schlecht für den ersten Prüfungstermin. Ne? Also wir sind nicht so weit entfernt, also wie viele gern tun. Und damit also das nicht heißt, das ist ausschließlich also gratis Online-Lernen. Man sieht, dort ist es etwas geringer beim zweiten MOOC, da sind wir über 30% gekommen in dieser Rate. Und das ist dann doch schon beachtlich, dass also doch viele Personen das durchaus fertig machen. Wir müssen es vielleicht noch etwas anders anschauen. Der zweite Stichwort ist die Aktivität. Also die Aktivität ist hoch in diesen Kursen. Also man kann also nicht sagen, also nur der schreibt, ist quasi das, was sichtbar wird. Ja, das ist sichtbar für jene, wenn sie hingehen. Sie sehen halt nicht mehr. Wir wissen aber auch, wie oft im Hintergrund quasi gelesen wird im Forum. Ja, und wir haben also in Summe gesehen, also beim Gratis-Online-Lernen 23.000 Reads im Forum. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass wenn jemand sich die Mühe macht und alles durchklickt, auch tatsächlich sich das anschaut, was da steht, weil sonst würde das Klicken keinen Sinn machen. Und Sie sehen also, was hier passiert. Natürlich gibt es eine abfallende Welle, aber auch das, würde ich sagen, ist pädagogisch klar. Sie wissen, am Anfang sind alle Studenten, in der ersten Vorlesung ist gut und in der achten Einheit da unten schaut es ein bisschen traurig aus. Aber wir reden also hier von über 1.600 Reads an einem Tag. Ja.
was hier einfach gelesen wird, geschaut wird, kommentiert wird und getan wird. Das kommt natürlich durch die vielen Teilnehmer zustande, aber das passiert auch tatsächlich und es ist also ein sehr schöner Wert, der so weit höher ist, als wie oft in Lehrveranstaltungen, wo nichts mehr gefragt werden kann. Ja, und zum Schluss, also ist sowieso diese Damoklesschwert über uns, was kostet denn das Ganze? Also wir haben kalkuliert und wir haben also auch verschiedene Finanzmodelle durchgerechnet. Wir würden heute also sagen, mit gutem Wissen und Gewissen, bei 25.000 bis 30.000 Euro, das kostet uns also so ein MOOC in der Qualität, wie wir es derzeit anbieten. Das ist so die Größenordnung. Ja, ich darf Ihnen noch ein bisschen was zu den Highlights sagen. Wir haben nach den ersten drei Kursen auch die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer befragt, wie ihnen denn die MOOCs gefallen, wie ihnen die Plattform gefällt. Wir haben von diesen 1.300 200 Personen gehabt, die uns einen wirklich ausführlichen Fragebogen auch ausgefüllt haben. Und die Zahlen, die Sie jetzt im Folgenden präsentiert bekommen, beziehen sich auf diese Umfrage. Zum einen gibt es 85% Zufriedenheit overall sozusagen. Also mit der Plattform, mit den Kursen, mit der Aufbereitung der Kurse, mit dem Forum, mit allen Komponenten, die Sie in unseren MOOCs und auf der Plattform vorfinden. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht hinsichtlich der Tatsache, dass wir nicht nur Bildung für alle, wie eingangs erwähnt, gemacht haben, sondern auch Online-Lehrveranstaltungen angeboten haben. Wir haben uns zwei Online-Lehrveranstaltungen angeboten. Die eine Lehrveranstaltung war Lernen im Netz. Das war ein freies Wahlfach an der Universität Graz. Wir haben in diesem Wahlfach 300 Studierende, die eine Prüfung abgelegt haben, beziehungsweise einen Prüfungstermin vereinbart haben. Das heißt, 300 Studierende haben diese allererste Online-Lehrveranstaltung, die mit Credits eben auch belohnt wurde, besucht. Also besucht haben sie mehr, aber 300 haben dann eine Prüfung abgelegt oder werden die Prüfung ablegen. Ich finde, das ist schon ganz ein guter Wert. Wie gesagt, es war ein freies Wahlfach. An der Technischen Universität Graz läuft in diesem Semester eine Einführungsvorlesung, wo ich jetzt vergessen habe, wie sie heißt. Nein, gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie. Du hast momentan 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hast du mir gesagt, und ungefähr 400 bis 450 Studierende darunter. Der Unterschied zur Uni Graz ist, an der TU Graz ist eine Pflichtlehrveranstaltung. Also das ist jetzt die erste Pflichtlehrveranstaltung und ich denke, das ist ein Angebot, das wir auch weiter ausbauen können und sollten. Im Rahmen des Projektes haben wir es geschafft, zumindest 15 wissenschaftliche Publikationen zu veröffentlichen, zumindest deswegen, weil es ein paar mehr sind und weil noch ein paar laufen im Moment, die noch begutachtet werden bzw. erst vor der Annahme stehen. Eine Auswahl dieser Publikationen finden Sie im Tagungsband sozusagen, den Sie auf Ihren Sitzgelegenheiten vorfinden. Wir haben im Beginn mit März 2014, wo die ersten MOOCs gestartet sind, dann unerhörtes, breites und für uns selbst sehr überraschendes Medienecho gehabt. Wir waren de facto in allen österreichischen Tageszeitungen in den Printausgaben. Wir waren mehrmals auf Ö1. Wir hatten also wirklich ein sehr, sehr breites Medienecho, was vielleicht dem Thema geschuldet war, dass das vielleicht gut hineingepasst hat, gerade zu dem Moment. Aber man hat auch gesehen, dass über die Zeit, über das ganze Jahr hindurch immer wieder Journalistenanfragen da waren und wir eigentlich permanent immer wieder Interviews geben konnten zu dem Thema. Also das zeigt irgendwie schon davon, dass dieses Thema in der Gesellschaft und auch von den Medien durchaus wahrgenommen wird und eine entsprechende Rolle spielt. Ja, und worauf wir natürlich auch besonders stolz sind, ist die Tatsache, dass wir eine UNESCO-Patenschaft bekommen haben. Und die haben wir bekommen aus dem Grund, weil wir eben Open Educational Resources forcieren und mit diesen freien Bildungsangeboten einen Maßstab setzen, der, wie vorhin schon erwähnt, vielfach von vielen MOOC-Anbietern einfach nicht gewährleistet wird. Und für dieses Asset sozusagen hat die UNESCO uns die Patenschaft verliehen. Das freut uns natürlich auch besonders. Ja, das waren sozusagen die Highlights. In aller Kürze stellt sich die Frage, wie sieht es denn in der Zukunft aus und wie geht es mit eMOOCs weiter?
Ja, also was sind unsere Gedanken dazu und wie können wir so diese Plattform und diese Initiative weitertreiben? Dann sehen wir natürlich, das erste ist vom Projekt zum Regelbetrieb. Ne? Also wie ich von Andreas gehört habe, bis 2020 wollen sie so und so viele MOOCs machen. Wir versuchen jetzt auch, also quasi eben auch den Regelbetrieb zu testen, zu schauen, also auch hier wieder explizit zu forschen und zu schauen, wo macht das Ganze Sinn, wo können wir das anwenden und wie können wir zum Beispiel Bildungsinhalte noch hinaustragen. Also ein wesentliches Konzept zum Beispiel der Lehrveranstaltung in gesellschaftliche Aspekte war, dass es gerade hier um den Diskurs geht und deswegen war es zum Beispiel spannend, ihn zu öffnen, einfach zu sagen, okay, es können jetzt, also die Gesellschaft kann an dem Diskurs meiner Studierenden teilnehmen und kann so wertvollen Input liefern und wir bekommen plötzlich komplett neue Perspektiven in die Lehrveranstaltung. Wir haben zwei Stoßrichtungen, das trifft sich also sehr gut auch mit euren Förderungsprojekten. Wir haben einerseits die Philosophie Bildung für alle, also zugänglich machen. Wer jemand, der sich weiterbilden möchte, der kann also bei uns arbeiten. Und wir haben natürlich die zweite Schiene für das Studium. Das heißt, dass auch dort, wo Studierende davon profitieren können, dieses Medium also auch gezielt einzusetzen. Besonders freuen tut es mich auch, dass sehr, sehr viele Forschungsarbeiten rund um das Projekt entstanden sind. Wir haben zig Studierende, Master, Abschlussarbeiten, Projektarbeiten und sonstige, die also sich an diesem Thema auch arbeiten, sei es am Einsatz zum Beispiel, also wie kann man MOOC in Schulen einsetzen, bis hin also zu Dingen, also wie kann man auch technische Neuerungen hineinführen und das wird also bei uns großteils über Forschungsarbeiten, Masterarbeiten geführt. Es gibt also auch Dissertationen schon mittlerweile in dem Bereich zum Thema Learning Analytics im MOOCs. Das heißt, wir sind also hier mittlerweile sehr breit aufgestellt und, glaube ich, können also eben auch zeigen, diese vielen wissenschaftlichen Publikationen, wo also ständig also etwas passiert. Und natürlich, das große Drama sind die Finanzierungsmodelle. Es hat also eine Diplomarbeit dazu gegeben. Wir haben also auch daran viel nachgedacht. Ich gehöre natürlich zu jenen Leuten, die sagen, also Bildung ist etwas, das die Öffentlichkeit zu bezahlen hat und natürlich auch der Staat gefordert ist oder das Land in dem Fall. Aber natürlich ist es natürlich auch so, dass wir daran denken, wie können wir das Ganze wieder refinanzieren. Und man muss sich auch immer eines vor Augen halten, das ist eine einzige Maßnahme. Also wir stellen diesen Kurs einmal. Das ist jetzt ein hohes, innovatives, multimediales Lernmaterial. Die Lehrveranstaltung kann jetzt zigmal gehalten werden, ja, und das also quasi im gesamten deutschsprachigen Raum oder jene, die diese Sprache mächtig sind. Und natürlich, wenn die TU Graz oder die Uni Graz das anbietet, dann sind wir die Know-how-Träger. Und natürlich, was kann uns Besseres passieren, als wenn die Universität Wien einen Kurs der TU Graz lehrt? Also da würde ich schon mächtig stolz sein auf das, ne? Also wenn die das wirklich tun würden. Und das ist natürlich auch die Idee zu sagen, also wir zeigen die Expertisen, die wir haben, wir bringen die nach außen und selbstverständlich haben wir nicht in jedem Bereich Expertise, aber doch in einigen, glaube ich. Ja, zum Schluss bleibt also uns Danke zu sagen und danke also auch an alle, die mitgearbeitet haben hier, die kommen oft also zu kurz. Wir haben sehr, sehr viele Personen, wenn ich so durch die Reihe schaue, hat jeder seine eigene kleine Geschichte und wir sagen einmal auch Danke, dass also sich viele Leute sich so engagiert haben, auch um diese Bildung also zugänglich zu machen und das ist ja uns quasi der treibende Faktor, warum wir das Ganze so stark machen. Ja, also danke sagen ist ganz wichtig. Auf der einen Seite wirklich für all diejenigen, die in diesen Projekten so engagiert gearbeitet haben. Und es ist so viel passiert in der Zeit mit eigentlich einem enorm großen Aufwand und so viel Engagement. Da muss man wirklich mal danke sagen für alle die diese Kurse ja immer rechtzeitig fertiggestellt haben. Ein großes Danke gilt natürlich auch unseren Fördergebern. Ohne das Finanzielle hätten wir es nicht geschafft, weder die Plattform zu entwickeln, noch die Kurse zu entwickeln. Dank dem Land Steiermark, dank der Stadt Graz, mit der wir jetzt gemeinsam gerade einen MOOC entwickeln möchten. Dank auch ans Außenministerium, das zum Beispiel den MOOC zum Thema Europäische Union und Österreich unterstützen wird. Und wir möchten uns sehr herzlich bedanken bei unseren Hochschulleitungen dafür, dass sie dieses Projekt auch unterstützt haben, einerseits auch finanziell, andererseits aber auch sozusagen mental. Und dass sie uns sozusagen so viel Freiraum geben, dass wir das weiterentwickeln können und entwickeln konnten, was momentan eben vorliegt. Und wir hoffen, dass wir auch hier die Chance haben und die Plattform bekommen, auch weiter voranzutreiben, was bisher entwickelt wurde. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir konnten Ihnen mal einen Überblick geben. Wenn es ad hoc schnelle Fragen gibt, sind wir gerne bereit, die auch ganz schnell zu beantworten. Dankeschön.